Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So, Freunde, es ist wieder soweit. Ich habe 10 Pieces rausgesucht, die ich die Woche auf Online-Shops gefunden habe, die mir persönlich gefallen oder die ich mir teilweise auch kaufen wollen würde oder teilweise auch kaufen werde. Deswegen, los geht's mit dem ersten Piece. Ich habe bei Massimo Dutti eine ziemlich coole Fliegerjacke gefunden, ist allerdings sehr, sehr teuer, aber wie schon im letzten Video sind das so Pieces, die man sich wahrscheinlich ein bis zweimal im Leben kauft und die man auch an seine Kinder und Kindeskinder weitermachen kann, denn die ist natürlich auch aus Leder. Sieht sehr, sehr nice aus, sieht sehr hochwertig aus. Ich habe die auch im Schaufenster gesehen, als ich am Flughafen war. Da gibt es nämlich auch Massimo Dutti und da habe ich die hängen sehen und die sah ziemlich cool aus. Deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist auch sehr klassisch gehalten, jetzt nicht zu verspielt und Farbe und Fitting sieht auf jeden Fall mega nice aus. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ihr müsst nur darauf achten, das Model hier trägt Größe L. Also ich denke, ich würde entweder Größe M oder Größe S probieren. Ich bin 1,80 Meter groß. Allerdings habe ich schon eine. Dementsprechend brauche ich die jetzt nicht. Aber ich finde die sehr, sehr nice. Deswegen wollte ich die einfach mal mit reinpacken. Machen wir weiter mit dem zweiten Piece. Da habe ich bei Selected sogenanntes Winterflannel gefunden. Ein bisschen gefüttert, hat so einen gefütterten Kragen auch in einem Grau-Schwarzton. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sieht cool aus. Ist auch nicht zu lang geschnitten. Also schon noch so ein bisschen cooler Casual-Style. Nicht zu streetig und dementsprechend. Ja, auch hier trägt das Model Größe L. Ich würde für mich Größe M anprobieren und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Gibt es auch noch in Blau, die gleiche Jacke, aber dann ohne dieses Flannel-Muster. Aber in diesem grün-schwarz sieht die schon sehr, sehr nice aus. Machen wir weiter mit dem dritten Piece. Und bei dem dritten Piece werde ich immer wieder gefragt, was ich für eine Cappy trage. Ich zeige euch absichtlich jetzt nicht die Cappy, denn die ist ein bisschen eingetragen. Die hat hier ein paar Flecken drauf etc. Ich habe mir die nochmal neu bestellt. Und zwar ist das eine Cap von 47. Die gibt es auch bei Amazon. Und in der Größe, dadurch, dass ich nicht so einen riesigen Kopf habe und es nicht mag, wenn prinzipiell die Ohren so runterhängen oder die Cappy halt eben nicht ganz auf dem Kopf drauf sitzt, trage ich eine Youth-Größe. Das ist im Prinzip eine jugendliche Größe. Keine Kindergröße und keine normale Größe. Ist so eine Zwischengröße, die gibt es auch nicht so häufig. Ist von 47 und der liebe Daniel hat mir den Link auf Amazon geschickt. Ich bestelle die sonst mal woanders, aber in dem Fall kann ich euch jetzt einen Amazon-Link davon auch geben. Und ja, ich habe die in Blau und in Schwarz und kann sie echt empfehlen. Ich habe die immer auf die dritte Einstellung, dementsprechend auf jeden Fall eine dicke Empfehlung und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen damit auch ein bisschen helfen kann, weil mir zum Beispiel passen diese New Era Caps gar nicht, die sind mir einfach zu groß und hier hat man halt eben den Vorteil, dass die Cappy einfach komplett am Kopf drauf sitzt und nicht irgendwie jetzt irgendwie zu groß ist. Ne? Machen wir weiter mit dem vierten Piece und beim vierten Piece habe ich eine Lederjacke gefunden und zwar auch bei Selected, eine Trucker-Lederjacke in so einem richtig geilen braun verwaschenen Ton. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sieht ähnlich aus wie so eine Jeansjacke, halt eben so eine Trucker-Jacke. Mega nice, mir gefällt der Colorway extrem gut. Die ist auch in den meisten, Größen schon ausverkauft. Allerdings findet man sowas immer in-store noch ganz gut. Gefällt mir sehr, sehr gut und ja, ich muss mal gucken, ob ich mir die noch irgendwo herbesorgen kann, weil ja, ich finde, die ist schon eine sehr coole Lederjacke. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece und da habe ich was wieder bei einer meiner Favorite-Marken gefunden und zwar Saint Laurent. Und zwar gibt es da jetzt so eine richtig geile Tasche, muss ich sagen, so eine Shopper. Ich habe die in Stoff mir vor ein paar Jahren mal gebraucht, gekauft. Und die gibt es jetzt neu in Leder, aber halt eben mit diesem riesigen Logo mit vorne drauf. Ich finde die wirkt extrem hochwertig, die hätte ich mega gern zum Reisen. Allerdings ist der Preis natürlich auch eine Ansage, 1500 Euro. Da muss ich mir noch ein paar Nächte drüber schlafen und vor allen Dingen, da bei mir ja auch, ich sag mal, Nachwuchs ansteht, überlegt man sich solche Dinge, ich sag mal, nicht nur zweimal und nicht nur dreimal, sondern zehnmal eigentlich und dementsprechend ja. Aber ich finde sie mega nice, deswegen wollte ich sie auf jeden Fall mit reinpacken und das ist auf jeden Fall ein Piece, was ich auf jeden Fall sehr lange im Kopf behalten werde, deswegen schauen wir einfach mal. Aber aktuell ist es leider, denke ich, nicht drin. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece und da habe ich bei Essence gefunden und zwar von Levi's. Die haben immer so, ja, wie so eine Art Capsule Collection, immer so, ja, jetzt nicht so
Sachen, die man in jedem Online-Shop findet. Ein ziemlich cool rot-schwarzes Sherpa-Flannel. Also es sieht halt aus wie ein Flannel, ist aber in einem Sherpa-Muster. Sieht sehr warm aus mit so einer Kapuze oben dran. Bisschen länger geschnitten. Ein bisschen mehr in den Street-Bereich rein, aber gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich dazu sagen. Sieht sehr chillig aus und wie der, ich sag mal, wie die das gestylt haben mit dieser Anzugshose bzw. Chino und dazu ein paar Chucks. Gefällt mir sehr cool, der Look. Größentechnisch weiß ich jetzt gar nicht genau, was das Model trägt. Sehe ich jetzt auch hier im ersten Moment nicht. Ich würde für mich fast sogar S bestellen oder halt gegebenenfalls M. Aber nicht größer gehen. Also die sieht ja sehr, sehr groß aus. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und zwar war ich ja mit den Jungs zusammen bei Bodgy eingeladen, hier zum Opening in Düsseldorf. Und hatte dann einen beigen Anzug an, einen Doppelreiher. Und den gibt's, habe ich gesehen, auch in grün. Und den wollte ich euch zeigen, weil der sah in echt auch verdammt gut aus. Ich konnte mich da sehr schwer entscheiden, ob ich jetzt beige oder grün nehme. In dem Fall packe ich den ich nicht habe, einfach mal in diese 10 Pieces mit rein. In einem Grünton, war jetzt auch nicht ein zu aufdringliches Grün, sehr dezentes Grün, sehr schön. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ist auch extrem cool von der Qualität und vom Fitting her. Ich trage in dem Anzug eine Größe 48, deswegen sehr, sehr nice. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece und da habe ich so eine sogenannte Dead Sneaker bzw. Chunky Sneaker und zwar von Gant. Sehr, sehr coolen Colorway in so einem Creme-Weiß abgesetzt. Die habe ich persönlich auch. Kann ich auch echt gut empfehlen, sind sehr bequem und drücken auch nicht oder sonstiges. Allerdings würde ich euch da empfehlen, eine halbe Größe größer zu nehmen. Ich habe die in 41, weil ich eine Schuhgröße 41 habe. Oder halt eine Nummer größer zu nehmen, dann sitzen die noch ein bisschen lockerer, ein bisschen chilliger. Ich finde die mega nice und erinnere mich so ein bisschen vom Colorway an so Yeezys. Aber ja, Yeezys, keine Ahnung. Im Moment ist das Thema Yeezy bei mir halt tot. Ich bin da nicht so der Fan von. Also, ja. Alles ein bisschen, der Hype ist vorbei, würde ich fast sagen. Kommen wir zum vorletzten Piece und zwar habe ich da im Flughafen Berlin-Tegel, als wir vor ein paar Tagen da waren, vorbeigehen, so einen richtig coolen Kordmantel gesehen und zwar bei einer Marke, bei der ich normalerweise gar nicht gucke, Marco Polo, aber der sah sehr, sehr nice aus, auch ganz einfach sauber geschnitten, in Grünton, ist auch nicht was man, ich sag mal, überall findet und ich finde den mega cool, deswegen wollte ich den einfach mit reinpacken, kostet allerdings auch 300 Euro, was natürlich auch wiederum eine Hausnummer ist. Aber mir hat er optisch sehr, sehr gut gefallen und dementsprechend hat er es in diese 10 Pieces der Woche auf jeden Fall geschafft. Vom Fitting her würde ich fast sagen, Produktdetails, mal gucken. Das Model trägt Größe 50, ja. Und wie groß ist das Model? Das ist immer sehr schlecht, also wenn ein Online-Store nicht dazu schreibt, wie groß das Model ist, sodass man das so ein bisschen auf sich, ich sag mal, ableiten kann, das finde ich nicht so cool. Deswegen. Ja, keine Ahnung. Also im ersten Moment würde ich halt M probieren und dann muss man halt schauen, ob das zu groß oder zu klein ist. Aber ich finde es immer mega lästig, wenn er dann nicht gut beschrieben ist und dann möchte man den eigentlich nur tragen und dann muss man wieder zurückschicken, dann wieder auf den neuen warten oder der die andere Größe dann ausverkauft in dem Moment. Ja, ich würde auf jeden Fall 48 probieren und dann schauen wir mal. Kommen wir zum letzten Piece und da habe ich ein klassisches Piece einfach nochmal mit reingepackt und zwar im Moment der Converse Chuck ist in aller Munde, natürlich auch in dieser Dior-Variante, beziehungsweise sind ja eigentlich keine Converse, aber die Form ist schon eigentlich für mich fast geklaut, deswegen ja, Dior-Sneaker sind auch überall im Hype und dementsprechend die Converse Chucks in Standard, in Schwarz, kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Allerdings habe ich hier diese 1970s Edition, die sind ein bisschen hochwertiger gemacht, kosten auch 75 Euro. Normalerweise kosten ja so um die 30, 40 Euro Chucks oder haben mal eine Zeit lang gekostet, als ich meine mal gekauft habe, die Standard Chucks. Und ja, das ist eigentlich ein Schuh, den man im Moment, ich denke mal, ganz cool rocken kann und ja, ist im Moment durch diesen 90er Hype wieder voll im Thema. Und ja, der hat es auf jeden Fall auch noch in meine 10 Favorite Pieces der Woche geschafft. So Leute, das war's auch wieder mit dem Video. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und ein Like dazulassen. Und ja, kommentiert, ob dabei das ein oder andere Piece für euch dabei war. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out. Ciao.